Sehr geehrte Damen und Herren und andere des Internets, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich über etwas, was mir sehr am Herzen liegt, was mir sehr wichtig ist. Also es ist ja gerade so ein kleiner YouTube-Neustart für mich und das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen und die mich inspirieren und die mein Leben bereichern und die ich mit euch teilen will. Eine Sache davon, wer zur Hölle hätte das gedacht? Ist Sport. Ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen über die letzten Jahre. Ich hatte immer mal On-Off-Phasen. Dann habe ich irgendwie 3 Monate Pole Dance gemacht und Sport gemacht und dann aber wieder ein halbes Jahr nicht. Dann habe ich auf Instagram wieder gezeigt, als es mir mental nicht so gut ging, dass ich jeden Morgen so Pamela Reif-Videos gemacht habe. Naja, damit habe ich dann auch irgendwann wieder aufgehört. Das schleicht sich immer irgendwie so raus. Mein Gott, ich hatte so viele Phasen. Ich habe hier auf YouTube auch mal vor 5, 6 Jahren so eine Fitness-App getestet, die ich dann auch irgendwie 2 Monate benutzt habe und dann aber auch wieder aufgehört habe. Vielleicht gehört ihr auch zu diesen Leuten, die seit Jahren oder Jahrzehnten versuchen, sportlich zu werden und Sport in ihr Leben zu integrieren, aber es einfach nicht schaffen, weil irgendwie der Schweinehund so groß ist. Vielleicht seid ihr auch Leuten, die wie ich Probleme mit Routinen haben oder die wie ich anfangs eine unfassbar große Motivation haben, aber sobald diese Motivation nachlässt und es einfach nur zu einer Routine wird, die irgendwie gar nicht so große, sofortige Veränderungen mit sich bringt, seid ihr wieder total demotiviert. Falls ihr auch zu diesen Leuten gehört, dann ist vielleicht dieses Video was für euch. Ich mache jetzt seit einem Jahr regelmäßig Sport. Ich habe vor einem Jahr angefangen, einmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und jetzt, ein Jahr später, bin ich bei 3-mal die Woche und ich gehe gerne hin und ich bin so froh, dass ich das in mein Leben integriert habe. Das ist etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe und nie geschafft habe. Ich habe es geschafft, einfach aus ganz bestimmten Gründen. Und zwar sind das Veränderungen in meinem Mindset gewesen und in meiner Art zu denken und in meinem Verständnis über mich und meinem Körper. Darüber wollte ich heute mit euch sprechen, weil ich so viele Leute in meinem Umfeld habe und auch auf Instagram, die sagen, wie schaffst du es nur, dich zu motivieren? Ich gebe immer wieder auf und ich pack's nicht wieder anzufangen. Und deswegen dachte ich, die Dinge, die ich so ein bisschen gelernt habe oder die für mich funktioniert haben, vielleicht funktionieren die für euch auch, weil ich habe gemerkt, mein Körper ist absolut gar nicht das Problem, nur mein Kopf ist das Problem. Mein Kopf ist das, was mich davon abhält, zu starten, am Ball zu bleiben, durchzuziehen. Wie ich geschafft habe, den hier auszutricksen, das möchte ich heute mit euch besprechen. Und vielleicht ist der ein oder andere Tipp ja auch was für euch. Der erste Tipp, den ich geben möchte, oder der erste Hinweis, den ich geben möchte, richtet sich an menstruierende Menschen. Denn Sport ist meiner Meinung nach ein komplett anderes Thema für Menschen, die einen Menstruationszyklus haben, als für Menschen, die keinen haben. Was meistens Männer betrifft, die einfach auch einen Zyklus haben, aber die haben einfach morgens mehr Testosteron als abends. It's not a big thing. Sagen wir so, jeder Tag läuft halbwegs gleich für die. Für Frauen ist es aber anders. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon mit eurem eigenen Zyklus beschäftigt habt. Falls ihr euch noch gar nicht damit beschäftigt habt, setze ich mal unten eine Podcast-Folge von mir und meiner Cousine rein. Die geht 1 Stunde. Wir haben unseren Zyklus jetzt über 2 Jahre beide stark beobachtet, Notizen gemacht und haben das ganz wie so eine Selbststudie verfolgt und wir teilen da so all unsere Sachen, die wir so gemerkt haben, emotional, physisch, energetisch, alles. Aber beim Thema Sport ist der Zyklus einfach ein ganz wichtiges Thema. Das ist etwas, was viel zu selten angesprochen wird. Also einmal Thema Leistung. Frauen haben im Verlauf ihres Zyklus ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Emotionen und auch ein ganz unterschiedliches Maß an Kraft und Energie. Das ist, glaube ich, der Hauptschlüsselpunkt, Energie. Es gibt sogar verschiedene Pläne. Also es gibt Pläne, die zum Beispiel sagen, während der Menstruation ist Yoga am besten, in der ersten Zyklushälfte ist Krafttraining funktioniert am besten, in der zweiten Zyklushälfte funktioniert Cardio am besten. Das könnt ihr mal für euch ausprobieren. Ich persönlich mache fast immer dasselbe Training, ich gehe ins Fitnessstudio, ich passe mein Training aber so ein bisschen danach an und weiß aber eben auch, wann ich weniger von mir und meinem Körper erwarten kann und wann ich ein bisschen mehr von ihm erwarten kann. Und das zu wissen, macht einen Riesenunterschied, weil das, was Menschen, die mit Sport beginnen, am Ball hält, ist Motivation und Erfolgserlebnisse, kleine Erfolgserlebnisse. Und wenn man seinen Zyklus nicht im Blick hat, dann passiert das ganz schnell, und das ist schon die optimistischste Version, sage ich jetzt mal, zu der anderen kommen wir gleich, dass ihr beispielsweise um euren Eisprung zum Training geht, ihr habt ein unfassbares Erfolgserlebnis, weil ihr vielleicht eure Bestzeit habt beim Laufen oder super viel Power beim Krafttraining oder was für immer für einen Sport ihr auch macht, ihr seid irgendwie voll on point, ihr trefft das Tor, was auch immer ihr macht, es läuft einfach richtig, richtig gut und dann geht ihr vielleicht 5, 6 Tage später zum Sport, euer hormoneller Status hat sich nach dem Eisprung verändert, ihr seid energieloser, ihr seid kraftloser,
kraftloser und euer Körper hat einfach vielleicht nicht so viele Kapazitäten und dann seid ihr total demotiviert, weil ihr denkt so, wow, okay, die Kurve geht nach unten, ich mache keine Fortschritte und das kann schon wieder zu einer Demotivation führen, die am Ende zum Abbruch führen kann. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, den weiblichen Zyklus einfach im Blick zu haben. Ihr könnt euch einfach eine App runterladen, zum Beispiel sowas wie Clue und euren Zyklus damit tracken und dann seht ihr immer genau, wo ihr seid und wisst, ah, okay, zweite Zyklushälfte, kurz vor meiner Periode. Ich kann gar nicht so viel Leistung haben wie letzte Woche. Und da will ich noch zu Punkt 2 beim Thema Zyklus kommen. Eure Motivation verändert sich im Laufe des Zykluses. Das, was ich ganz häufig sehe, und ich habe jetzt Freundinnen noch immer speziell danach gefragt, wenn sie super motiviert waren, zeig mir mal deine Zyklus-App. Weil diese Phasen wie, wow, ich will mit Kampfsport anfangen, ich will ins Fitnessstudio gehen, oh, ich kaufe mir jetzt irgendwie in der Stadt ein Yoga-Outfit und beginne. Diese Phasen hat man ganz, ganz häufig kurz vorm Eisprung. Das sind die Phasen, wo man alles Mögliche starten will, wo man Ideen hat, wo man Energy hat und denkt, man könnte die Welt besiegen. So, und dann fängt man an und hat vielleicht so 2, 3 gute Trainings und dann rutscht man in die zweite Zyklushälfte und dann lässt eben diese Energie ab. Man wird zu einer Version, die ein bisschen mehr auf Gemütlichkeit und Sicherheit aus ist und ja, die Energie fällt einfach ab. Und ganz oft, wenn Menschen sowieso schon oft die Erfahrung gemacht haben, dass sie abgebrochen haben, Dinge, die sie vielleicht zu denen sie anfangs total motiviert waren, kommt dieses Gefühl auf von, ich schaff's schon wieder nicht. Meine Motivation lässt schon wieder nach. Das ist jetzt der Moment, wo ich wieder aufgeben werde, was natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Deswegen finde ich dieses Zyklusthema so wichtig, dass man merkt, oh, meine Motivation lässt nach, meine Kraft lässt nach, dass man nicht denkt, ich bin das Problem, ich schaffe es schon wieder nicht, sondern dass man einfach auch hormonell sehen kann, da bin ich in meinem Zyklus, das geht wieder vorbei. Ich gehe jetzt trotzdem, ich mache ein bisschen langsamer und in 1,5 Wochen kommt meine volle Power wieder, da kann ich wieder 2 Wochen richtig durchziehen und jetzt bin ich aber einfach ein bisschen sanfter zu mir. Heute war ein guter Tag. Ja, ich habe gedacht, dass heute relativ schlecht wird. Ich wollte es langsam angehen lassen, weil ich meine Periode habe, 3. Zyklustag. Und dann mache ich immer, wenn ich überhaupt was mache, richtig langsam. Und ich habe aber ja mit dem Rauchen aufgehört und deswegen... Krass, Alter, was das für ein Unterschied macht vor 2 Wochen. Und ich habe doppelt so viel Puste gefühlt dementsprechend. Motivation hoch 1000, voll die Steigerung. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und das ist die 101%-Regel. Die hat mein Mindset komplett verändert. Ich bin großer Contra-K-Fan. Ich glaube, dass das originally von ihm kommt. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Vielleicht ist es auch was Typisches, was aus dem Kampfsport kommt oder so. Und er hat das nur aufgepickt. Beim 101%-Prinzip geht es im Grunde genommen nur darum, immer 1% besser zu werden als die Version, die man war, bevor man zum Training gegangen ist. Also, dass man irgendwas an sich verbessert. Ich glaube, dass Contra-K damit eigentlich nur meint, dass man seine Leistung steigert und beispielsweise, keine Ahnung, letztes Mal bist du eine halbe Stunde in 8 km/h gelaufen und dieses Mal in 8,1 km/h oder so. So ist das wahrscheinlich eigentlich gemeint. Ich wende das aber wahrhaftig auf alles an. Und gerade beim Laufen ist es so krass, weil in mir drin ein Schweinehund schreit, hör auf, hör auf, hör auf, du hast nicht die Kondition, du bist nicht gut genug, um das zu machen, lass es sein, mach was anderes, es ist zu unbequem. Und ich habe mir irgendwann die 101%-Regel auferlegt. Das bedeutet, jedes Mal möchte ich 1% besser sein als beim letzten Mal. Ich habe super schwach gestartet. Ich gehöre zu den Leuten, die, als sie angefangen hatten, gar keine Kondition hatten. Das bedeutet, ich konnte gerade mal mit richtig viel Durchhaltevermögen 2 Minuten am Stück laufen, joggen. Und ich habe mir gesagt, Jaco, es ist nicht schlimm. Du bist unsportlich. Du hast sehr wenig Muskelmasse. Du hast sehr wenig Kondition. Du hast jahrelang geraucht. Es ist nun mal so. Du hast nun mal nicht das Durchhaltevermögen, was andere Leute hier haben. Ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Konzentrier dich nicht auf andere, konzentrier dich auf dich selbst. Und dann habe ich gesagt, 101%, jedes Mal bin ich ein Stückchen besser. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich dann 2 Minuten ganz langsam jogge und dann 2 Minuten gehe. Und das Mal danach jogge ich vielleicht 2 Minuten und danach gehe ich aber nur 1,5 Minuten. Und das Mal danach vielleicht nur 1 Minute und 15 Sekunden. Wisst ihr, wie ich das meine? Und so habe ich das kontinuierlich gesteigert und mittlerweile
mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich eigentlich eine halbe Stunde durchlaufen kann, auch auf einer höheren Geschwindigkeit. Also ich befinde mich immer so zwischen 7 km/h und 9,5 km/h. Und je nach Zyklus ist es mal besser und mal schlechter. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, weil die 101%-Regel für mich nämlich zyklusbedingt auch funktioniert. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel PMS habe oder meine Tage habe und ich habe mich so ein bisschen nach Sport gefühlt und ich bin trotzdem hingegangen, dann muss ich keine gute Leistung ablegen. Dann kann ich auch alle 5 Minuten gehen und dann wieder laufen, weil die 101%-Regel heißt, wachse immer ein kleines Stück über dich hinaus. Und das ist auch, wenn ich hingehe, obwohl ich eigentlich nicht hingegangen wäre. Versteht ihr, wie ich das meine? Jede kleinste Kleinigkeit, wegen der ich stolz auf mich sein kann, nutze ich für dieses 1%. Und das führt dazu, dass ich immer wieder hingehe, weil ich auf irgendeine Art und Weise immer einen Grund finde, weshalb ich mich gesteigert habe. Egal ob körperlich, emotional oder mental. Und das funktioniert für mich wirklich 1A. Tipp Nummer 3. Ich habe das erste Mal mir einen Trainingsplan erstellen lassen. Also nicht fürs Laufen, sondern fürs Gewichteheben. Und für die Leute von euch, die interessiert sind an einem Fitnessstudio-Sport, also wenn ihr ins Fitnessstudio gehen wollt wie ich. Ich habe das früher nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht so ein Mensch, der sich an Pläne halten kann. Ich fühle das einfach intuitiv, was mein Körper gerade braucht. Und das hat dazu geführt, dass ich immer mit voll viel Motivation ins Fitnessstudio gelaufen bin. Und dann habe ich mich mal an das Gerät gesetzt und mal an das und dachte so, naja, ich weiß ja, wie ich will, dass mein Körper aussieht, wo ich trainiert sein will und deswegen kann ich das alles selber machen. Und dann habe ich es mal da gemacht und mal da und habe so ein bisschen fuck around gemacht. Was ganz cool ist, wenn man super viel Motivation hat oder eben schon so weit im Sport ist, dass man schon so lange hingeht, dass man machen kann, was man will, weil man einfach nur vor Ort sportlich ist, sage ich jetzt mal. Aber in meinem Fall hat das dazu geführt, dass ich niemals Erfolgserlebnisse sehen konnte, weil ich immer irgendwas gemacht habe. Ich wusste nie, wie viel Gewichte habe ich letztes Mal benutzt. Ich habe immer die Geräte verändert und das hat einfach dazu geführt, dass ich niemals Erfolgserlebnisse verzeichnen konnte und dementsprechend auch nicht diese Erfolgserlebnismotivation hatte, die einem am Ball hält. Und dieses Mal habe ich das erste Mal meine socially awkward Seite beiseite geschoben. So habe ich gemacht und habe zur Trainerin gesagt, ja, ich möchte einen Trainingsplan. Und die hat mir einen Trainingsplan erstellt, ist mit mir rumgegangen. Daran habe ich mich auch wirklich das erste halbe Jahr gehalten und habe Erfolgserlebnisse gesehen. Und dann zum Beispiel bei meinen Beinen, das war so eine krasse Leistungssteigerung. Ich glaube, ich habe bei 40 Kilo angefangen, also Beine nach außen wegdrücken, diese Dinger, wisst ihr? So, dieses Auf und Zu. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, bei 75 Kilo. Bei meinem Oberkörper war das anders. Da habe ich bei den meisten Geräten bei 5 Kilo angefangen und bin mittlerweile bei 10 oder 15 Kilo, bei einem Gerät sogar bei 20 Kilo. Es hat aber jetzt halt auch ein Jahr gedauert und diese Erfolgserlebnisse hätte ich nicht mit meinem Fuck-Around verzeichnen können. Es hat nie geklappt. Solltet ihr noch nie einen Trainingsplan euch erstellen lassen haben, war das Deutsch? I don't know. Macht das mal und probiert es mal aus. Und es hat doch mehr Spaß gemacht, dieser Routine zu folgen, als ich gedacht hätte, weil ich eben diese kleinen Erfolgserlebnisse hatte. Der nächste Tipp, den ich geben möchte, ist, es ist wichtig, dass eure Liste an Gründen, weshalb ihr Sport macht, lang genug ist. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid oder wann ihr groß geworden seid. Ich weiß nicht, wie das bei den Kids heutzutage ist. Ich bin in den 90ern und in den 2000ern groß geworden. Das heißt, der Pressure, so richtig dünn zu sein, lag da extrem hoch. Das bedeutet eigentlich, alle Menschen, die ich kannte, die Sport gemacht haben, haben nur aus einem einzigen Grund Sport gemacht und das ist abnehmen. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass es heutzutage in einigen Bubbles sehr verrufen ist, überhaupt zu sagen, dass man abnehmen möchte, dass man seinen Körper verändern möchte. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde das komplett okay, wenn ihr euren Körper verändern wollt, wenn ihr unzufrieden mit eurem Körper seid, wenn ihr Gewicht verlieren möchtet, das ist absolut eure Sache, das geht mich überhaupt gar nichts an und wenn ich das machen möchte, geht euch das auch überhaupt nichts an. Es ist total in Ordnung. Es ist auch total in Ordnung, wenn man da gar nicht mehr drüber nachdenken möchte, weil man schlechte Erfahrungen damit gemacht hat oder ein ungesundes Mindset hat seinem Körper gegenüber und es kann ein großer Motivator sein. Meiner Meinung nach reicht dieser Motivator aber einfach überhaupt gar nicht. Ihr werdet auf ein Plateau kommen. Also ich gehe jetzt beispielsweise seit einem Jahr zum Sport, seit einem halben Jahr dreimal die Woche und mein Körper hat sich verändert, aber mein Körper hat sich jetzt nicht so stark verändert, wie man sich das immer vorstellt. Man sieht immer diese krassen Vorher-Nachher-Bilder, die auf Instagram oder auf YouTube gezeigt werden, wo Leute innerhalb von 3 Monaten oder 6 Monaten eine komplette Body-Transformation hinter sich bringen und dann, keine Ahnung, auf dem linken Bild ist eine
eine unsportliche Person, die vielleicht ein bisschen Übergewicht hat, und auf der rechten Seite ist dann so ein Victoria's Secret Model. Das sind irgendwie so diese Expectations, mit denen wir da reingehen, und die sind meiner Meinung nach halt komplett unrealistisch, wenn ihr ein halbwegs normales Leben weiterführen wollt. Ich finde insgesamt auch fürs Mindset selber ist eigentlich mega gut, wenn die Liste einfach länger ist. Und seid euch bewusst, ihr werdet ein langes Plateau haben. Ihr werdet viel Sport machen und da wird sich gar nichts passieren, weil die Muskeln bilden sich natürlich irgendwo darunter, aber das nimmt halt nicht sofort Einfluss auf euren Körper. Und ich finde es einfach sehr gesund und sehr erstrebenswert, eine längere Motivationsliste zu haben. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Vielleicht wollt ihr schwanger werden und so ein Kind ist echt verdammt schwer. Und deswegen ist es gut, schon mal mit Gewichten zu arbeiten. Kein Scherz. Also jede Mutter, wie viele Mütter haben Rückenprobleme? Weil sie untrainiert sind und ihre Kinder durch die Gegend schleppen müssen, weil Muttersein einfach ein verdammter Gewichtheberjob ist. Oder ihr trainiert auf irgendwas hinaus, keine Ahnung, ihr wollt mal einen Marathon laufen, so wie ich zum Beispiel, oder einen Halbmarathon, oder wollt euren Lebensstandard irgendwie erhöhen, ihr wollt euer Wohlbefinden verbessern. Es gibt 1000 Millionen Gründe, ich kann euch hier Gründe auflisten. Was Sport mit eurem Körper macht, gesundheitlich gesehen, es ist wirklich unfassbar. Vielleicht habt ihr ADHS und Sport ist einfach mega gut, um entweder Medikamenten vielleicht aus dem Weg zu gehen, falls ihr sie nicht vertragt, oder eine geringere Dosis einzunehmen, weil Sport beispielsweise, so wie noch ein paar andere Lifestyle-Geschichten, denselben Effekt haben können, wie beispielsweise ADHS-Medikation oder mentale Gesundheit. Vielleicht habt ihr Depressionen oder depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, insgesamt irgendeine Art von Mental Health-Geschichten. Sport verändert, Sport schüttet Endorphine aus. Vielleicht ist es einfach das Wohlbefinden. Also egal, was es ist, macht euch eine Liste. Ihr könnt euch jetzt hinsetzen und euch eine lange Liste machen, warum ihr gerne Sport in euer Leben integrieren würdet. Ich finde einfach, da sollten mindestens 3 bis 5, wenn nicht mehr, Gründe draufstehen und eben nicht einfach nur Gewichtverlust oder Körper, weil diese Motivation wird euch meiner Meinung nach auf Dauer nicht reichen. Kommen wir zur Identifizierung mit einer Sportart. Vielleicht seid ihr wie ich und ihr taucht gerne in andere Welten ab. Identifizierung insgesamt mit etwas ist für mich sehr, sehr wichtig und das ist einfach Personality Type abhängig, aber in meinem Fall ist das so und vielleicht seid ihr auch solche Menschen. Deswegen könnt ihr zum Beispiel mal schauen, ob ihr einen Sport findet, mit dem ihr euch sehr stark identifizieren wollt. Beispielsweise, vielleicht fändet ihr es total cool, Tänzerin zu sein oder Surferin oder Kampfsportlerin. Völlig egal, was es ist, go for it. Weil das ist ein zusätzlicher Motivator, der euch einfach am Ball halten wird. Außerdem sind viele von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, einfach mit Terminen und sozialen Verpflichtungen verbunden, was immer gut ist, wenn ihr eine Gruppe habt, die auf euch wartet. Dementsprechend kommen wir auch zum nächsten Tipp. Sucht euch eine Sportart aus, wenn ihr zum Beispiel nicht so wie eben euch mit Dingen ganz doll identifizieren wollt und sagt so, nö, das habe ich eigentlich nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich würde gerne sagen, ich bin eine Tänzerin, ich wäre voll gerne eine Tänzerin oder eine Boxerin oder so, dass ihr schaut, was für eine Art von Typ seid ihr? Seid ihr zum Beispiel eher so der introvertierte Typ beim Sport? Dann versucht doch einfach mal diese Sachen, die man zu Hause machen kann. Das funktioniert für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht, zu Hause Sport machen. Aber für manche Leute funktioniert es richtig gut, sich so ein Abo abzuschließen und dann zu Hause Sport zu machen, Yoga oder sowas. Vielleicht seid ihr aber auch ein sehr sozialer Typ und ihr sagt so, hey, mich würde es am meisten am Ball halten, wenn andere Leute sich auf mich verlassen müssten. Dann seid ihr vielleicht genau richtig für einen Mannschaftssport. Dann könnt ihr mit Fußball anfangen oder Handball oder keine Ahnung. Irgendwas, wo jede Woche Leute darauf warten, dass ihr da hinkommt. Weil viele Menschen machen einfach das nach, was sie im Internet sehen, so, oh ja, alle machen jetzt zu Hause Fitness oder alle machen jetzt zu Hause Yoga und dann ist man irgendwie ganz demotiviert irgendwann und kriegt es nicht hin und denkt, wieso kriegen das alle hin, nur ich nicht? Aber ja, vielleicht seid ihr einfach nicht der Typ dafür. Und ich persönlich wollte einfach super gerne ins Fitnessstudio gehen, nicht weil ich ein Fitnessgirl sein wollte, sondern weil ich einfach was Flexibles haben wollte, was ich zeitlich so verschieben kann, wie ich will und trotzdem fit werden kann. Möchte aber trotzdem noch eine Sportart starten, mit der ich mich identifizieren kann. Dementsprechend nebenan von mir ist eine Kampfsporthalle. Ich hatte richtig Girl, so ein MMA-Girl zu werden. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ein Hip-Hop-Girl zu werden. So, und nun kommen wir zum letzten Punkt. Für den brauche ich einen Schluck Wasser. Der
der Schweinehund. Und zwar der richtig, richtig große. Die Frage, begleitet der mich immer noch nach einem Jahr? Ich muss euch sagen, ja. Er ist nach wie vor da. Naja, er hat keinen Maulkorb um, aber er hat eine Leine um. Das heißt, er kann schon die ganze Zeit mit mir reden, aber ich entscheide, wo wir lang gehen. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Podcast gehört habt. Ich habe mal eine Podcast-Folge über das Thema Angst gemacht. Da habe ich die Angst sozusagen personifiziert, habe gesagt, sie sitzt immer mit im Auto und sie darf rumschreien und mit den Armen rumwedeln, aber sie darf nicht ans Steuer und sie darf nicht bestimmen, wo wir langfahren, weil das bestimme ich und nicht meine Angst. Und so sehe ich das auch mit dem Schweinehund. Der Schweinehund darf mitfahren, der Schweinehund darf reden, der darf laut sein, aber ich höre nicht auf ihn und er bestimmt nicht, wo ich langfahre. Das hat schon etwas mit Disziplin zu tun, aber ich möchte das an dieser Stelle nochmal ansprechen. Ich war sehr lange in der Spiri-Bubble unterwegs, wo alles immer folge nur der Freude. Wenn es dir keinen Spaß macht und du dich nicht danach fühlst, dann ist es nicht das Richtige für dich. In meinen Augen ist das totaler Bullshit. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, es ist immer schön, der Freude zu folgen und das zu machen, worauf man Lust hat. Aber wenn man ein Mensch ist, der komplett Probleme mit Disziplin hat, der alles abbricht, worauf er keinen Bock hat, und zwar auch die vielen, vielen Dinge, die er langfristig möchte, und ihr seid kein disziplingesteuerter Mensch, sondern ein motivationsgesteuerter Mensch, dann finde ich diesen Rat manchmal sehr schlecht. Weil manchmal erreicht man langfristige Ziele, die einen glücklich machen, die einen gut fühlen lassen, eben auch damit, indem man einmal durch den Schmerz durchgeht. Ich bin ein Schweinehundmensch. Der ist riesengroß, der ist riesenlaut. Und der darf einfach bei mir nicht mit. Der darf nicht ans Steuer. Ich habe den mein ganzes Leben lang ans Steuer gelassen. Ich bin quasi ein anti-autoritärer Elternteil zu mir selbst. Ich darf alles essen, was ich will. Ich darf so lange wach bleiben, wie ich will. Ich darf machen, was ich will. Ich darf so impulsiv sein, wie ich will. Und ich darf einfach Dinge nicht machen, von denen ich weiß, dass sie langfristig eigentlich gut von mir sind, und mache sie dann einfach nicht. Und das fühlt sich in dem Moment, wo ich das mache, so gut an. Aber es ist auch irgendwie ein Dark Playground, oder? Man sagt so, es ist so Prokrastination. Ich mache das jetzt nicht. Aber im Hinterkopf weißt du ganz genau, was du nicht gemacht hast. Du hast für diese Klausur nicht gelernt und du bist nicht zum Sport gegangen. Und du weißt, das könnte jetzt wieder dazu führen, dass du es schon wieder nicht machst. So war das mein ganzes Leben lang. Und mittlerweile ist es so, ich höre nicht mehr auf diesen Schweinehund. Denn ich weiß, der Schmerz kommt sowieso. Und entweder der Schmerz ist, meinen Schweinehund zu überwinden und es auszuhalten, oder der Schmerz kommt später, weil ich traurig bin, dass ich das nicht für mich getan habe und nicht für mich mal überwunden habe, um mir selbst langfristig etwas Gutes zu tun. Und deswegen alle 2 Tage oder alle 3 Tage, wenn ich meine Sporttasche packe, ist mein Schweinehund ganz laut. Er redet mir ins Ohr und sagt, Jaco, wir könnten jetzt auch Netflix gucken. Willst du nicht dich doch lieber hinlegen? Fühlst du dich überhaupt danach? Wo bist du im Zyklus? Macht das überhaupt Sinn? Möchtest du das vielleicht lieber morgen machen oder übermorgen? Wann hättest du Zeit? Oh ja, ach, du bist doch jetzt auch schon so lange gegangen, als ob einmal jetzt was ausmacht. So redet er in mein Ohr die ganze Zeit. Und es ist, als würde eine andere Person auf mich einreden. Aber das bin ich selber in meinem Kopf. Das sind meine Gedanken. Und ich packe meine Tasche trotzdem. Ich bin trainiert mittlerweile darin, diesen Schweinehund zu ignorieren und einfach zu gehen. Als wäre ich sauer und mein Freund würde mit mir reden und ich würde dem gar nicht zuhören und ich würde weiter meine Tasche packen. Und das funktioniert sehr gut. Und ich habe es bis jetzt kein einziges Mal bereut. Und ich bin immer so froh, wenn ich wieder da rauskomme. Und wenn der Schweinehund viel zu groß ist, dann habe ich noch einen weiteren Trick. Und zwar, ich mache mir meine AirPods rein und dann höre ich Motivationsmusik. Ich packe meine Playlist mal unten in die Infobox. Vielleicht funktioniert die für euch auch. Es ist sehr viel Deutschrap dabei. Es sind sehr viel testosterongesteuerte Männer, die mir ins Ohr schreien, zieh durch, drück die Bank. Mach ein Biest aus dir, unleash the beast. Gib nicht auf, denk an alle, die immer gesagt haben, du schaffst's nicht. Aber du beweist ihnen das Gegenteil. So ist das. Ja, ist ein bisschen Panne. Aber es funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Diese testosterongeladenen Lieder, keine Ahnung. Ich verlinke es euch einfach mal. Vielleicht funktioniert es bei euch auch. Vielleicht funktioniert bei euch aber auch Metal, Metallica. Keine Ahnung, mein Freund hört immer Metallica beim Sport. Oder vielleicht seid ihr auch Techno, Boys and Girls. Könnt ihr auch mal gucken. Für mich funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Und ganz oft, wenn ich mir diese Texte ins Ohr mache, ich bin halt so textgesteuert, dann wird mein Schweinehund leise und die Motivation kommt. Musik kann mich unfassbar motivieren zum Sporten. Deswegen hört mal rein. Vielleicht macht es ja was mit euch. Ich empfehle für den Einstieg Kampfgeist 4 und 5 von Contra K. Richtig stark. Level Up Sierra auch richtig stark. Und weiter unten ist auch irgend so ein Ding. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es heißt. Das ist auch so, wo ich immer denke, ja Mann! Ja Mann! Wieso wollte ich eigentlich nicht gehen? Natürlich gehe ich! Und dann gehe ich hin und dann drücke ich die Gewichte und fühle mich krass mit meinen 5 Kilo Gewicht eben. So Leute, das war's von mir. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein riesengroßer Tipp für mich ist immer noch, aber das interessiert wahrscheinlich nicht jeden.
besorgt euch eine Fitnessstudio mit Sauna. Ich bin der übelst krasseste Sauna-Freak. Das bedeutet, Sauna ist immer meine Belohnung dafür, dass ich Sport gemacht habe. Und diese Gleichung geht für mich einfach zu Todes auf. Und dann könnt ihr jedes Mal nach dem Sport in die Sauna gehen und mit diesem geilen Entspannungsgefühl da rausgehen. Das ist wirklich richtig gut. Ich bin voll gespannt auf eure Gedanken. Schreibt eure Sport-Motivationstipps unten rein oder schreibt mir rein, wie eure Geschichte ist. Seid ihr interessiert daran, Sport zu machen? Macht ihr Sport? Was hält euch am Laufen? Was sind eure größten Hürden und Probleme? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? No matter what, schreibt alles unten in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hab jetzt noch 5 Minuten Zeit, um zu meinem Tattoo-Termin zu kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.